Was ist animalisch? Animalisch hat nichts mit Tieren im weitesten Sinne zu tun. Animalisch in Getränken verwendet man sehr, sehr oft in Burgundertypen. Da ist dieses Burgunderstinkerl ein sogenannter leicht animalischer Ton, aber inzwischen wird eben immer mehr versucht, diesen animalischen Ton herauszubekommen. Diesen animalischen Ton, der im Burgunder ist, findet man teilweise auch in Destillaten. Er kann vorkommen durch die Frucht, die eben verwendet wird, beziehungsweise in weiterer Folge natürlich auch durch die Destillation im Destillat. Aber animalisch sind typische Töne, die mit Pferdeschweiß beschrieben werden können. Armes Größer wird ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.